Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem endlich weiteren Teil von Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Und ich bin von der Gameplays als Hobby und wir machen natürlich Rangmatch weiter und der liebe Tobias Balzer, ein guter Abonnent von mir, der sich ja drauf gefreut hatte, endlich wieder Teile hier zu sehen, hat sich gewünscht, nachdem ich leider schon drei Teile aufgenommen hatte mit jeweils, ich glaube, insgesamt neun Kämpfen oder sowas mit Macho Mai, hatte er sich eigentlich gewünscht mit Nimpoleon und das geben wir jetzt natürlich wieder nach. Und ich hoffe, ich weiß noch, wie man mit dem kämpft. Es ist echt eine Ewigkeit her. Ich glaube, über ein, zwei Monate. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr lang her, wo ich hier mit diesen ganzen Pokémon gekämpft hatte. Mit Macho Mai hätte ich richtig Glück gehabt. Mit dem bin ich richtig gut geworden, ne? 7 Siege von 15 Kämpfen, immerhin. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Und Nimpoleon, ja, schauen wir mal, wie wir uns da jetzt halten. Wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, ob wir noch wissen, wie man zu kämpfen hat. Wir suchen einen Gegner. Und haben auch schon direkt einen gefunden. So, der Dot-Punkt. 2558 Siege aus Norwegen. Juhu! Gruppe C1. Direkt ein klasse Start. So, und für jeden, der kein Mario Kart 8 Deluxe bei mir schaut, hier noch einmal die Info. In nächster Zeit werde ich eventuell nicht allzu oft zum Aufnehmen kommen. Bitte schreibt mir in die Kommentare jetzt die Antwort zu folgender Frage. Soll ich trotzdem aufnehmen, auch wenn ich nicht kommentieren kann? Ihr könnt mich zwar sehen, aber... ihr könnt mich wie gesagt zwar sehen, aber ich mache halt keine Kommentare mehr dazu. Der fliegt irgendwie gern. Ich muss erstmal reinkommen wieder mit Nimpoleon. Und wie gesagt, ihr könnt mir gern antworten, ob das so okay wäre. Weil dann könnte ich nämlich eventuell immer wieder mal Zeit finden zum Aufnehmen. Allerdings, wie gesagt, ohne Kommentare. Aber ihr könnt mich zumindest live dabei... Was heißt live? Aber ihr könnt mich dann immerhin dabei sehen, wie ich spiele und ja, wie ich mich aufrege. Auf irgendeine Art und Weise. Junge, Junge. Ah! Mist, ich wollte hüpfen. Okay. Eine Zeit für meine letzte Chance. Okay, wird aber wohl eher nichts. So wird es auch nichts. Mist. Schade, okay. Oha, mit Nimpoleon bin ich vielleicht auch nicht mehr allzu gut. Aber gut, es kann natürlich auch daran liegen, dass der Gegner natürlich schon so viel Kampferfahrung hat, dass er da über 2000 Siege schon hat. Da bin ich natürlich noch meilenweit von entfernt mit über 200. Kriegsbonus, was haben wir denn? Ein orangen Hut, sehr schön. Dann ab zum nächsten Kampf. Einen weiteren neuen Herausforderer. Wen haben wir? Scheiße, Knackrack. GSN aus Deutschland. Hallo, GSN. Mit Knackrack spiele ich eigentlich normalerweise. Hatte ich zumindest. Vor 2-3 Monaten. Okay, schauen wir mal.
Mit nur Eisattacken dürfte ich einen vielfachen Schaden anstellen, oder? Gucken wir mal. Ich kenne zwar seine Attacken, aber... Huh. Man weiß trotzdem halt nicht, wie derjenige mit dem natürlich umgeht und wie er spielt mit dem. Okay, die Wasserdinger gehen ein bisschen weit nach hinten. Na gut, vielleicht holen wir jetzt noch rein. Mal gucken. Ja, die Attacke kenne ich doch. Nein! Ich hab doch eigentlich auf Schutz gedrückt, scheiße. Nein! Nein! Scheiße! Ah. Die zweite Runde war jetzt aber schon knapp. Gadget Spider geht hingekriegt irgendwie. Da hätten wir 1-1 gehabt, aber gut. Ich muss vielleicht erstmal nur warm spielen. Tobias Walzer, tut mir leid, dass ich momentan nur verliere mit dem Polieren. Aber ich bin echt aus der Übung wahrscheinlich. Hey, Level 45. Fähigkeitsstufe 45, nicht Level. Na gut, schauen wir mal. Gehen wir direkt mal zum nächsten Kämpfer. GSN war guter Kampf. Vielleicht sieht man sich ja noch einmal. Hoffe ich zumindest. Mit Revanche. Vielleicht mit einem anderen Pokémon, aber als Revanche vielleicht irgendwann mal. Wer weiß. Schon wieder der Dot. Aus Norwegen. Schlecht. Okay, versuchen wir es trotzdem mal. Jetzt weiß ich ja eigentlich, wie er so lange so kämpft. Er macht seinen Angriff auf jeden Fall echt gut getimed. Nein! Das gibt es nicht. Nee, ich glaube, da habe ich keine Chance. Mit sowas kenne ich mich ja noch nicht mal aus, dass ich, sage ich jetzt mal, irgendwie erst schneller Angriffsfolge mache und dann eine langsame Angriffsfolge, aber irgendwie... Einerseits ist er ja auch echt langsam, der Impoleon. So, jetzt haben wir wenigstens mal ein bisschen Schaden verursacht.
Lieber Tobias Balzer, ich glaube, das wird nichts. Einen Kampf kriegen wir noch hin. Wir sind bei 10 Minuten, aber dann haben wir wahrscheinlich 4 Niederlagen in 1. Boah, du meine Güte, wie schlecht. Aber es tut mir echt leid mit Impoleon. Ich glaube, das wird nichts. Wir machen den einen Kampf jetzt auf jeden Fall noch. Mit dem muss ich echt erstmal wieder ein bisschen trainieren. Generell muss ich Pokémon Tech mal wieder ein bisschen trainieren. Auch wenn es mit Macho mal wirklich gut ausging eigentlich. Giacomo. Rangabstiegkampf. Oh, der Arme aus Italien. Aber ich glaube, mit mir hat er gute Karten. Kann er sich gut halten auf der C3-Gruppe. Schauen wir mal, ob wir da jetzt ein bisschen mehr ausrichten können. Vielleicht ist er vielleicht schon so verzweifelt, dass er... Ich komme gar nicht mal zum Angreifen. Ey. Ja, wenn der mich mal nicht kaputt macht hier. Hey! Schaden verursacht! Nein! Hallo? Habe ich vielleicht doch gewonnen? Fliegt derjenige gerade raus? Nee, fliegt nicht raus. Oh. Dabei habe ich meinen Konter noch gar nicht irgendwie... Nein! Ich wollte gerade nach unten hin angreifen. Ich hab dich. Mal gucken, ob es ausreicht, aber ich glaube natürlich nicht. Der hat natürlich noch genug Leben. Und hat natürlich kaum was abgezogen. Ah, ah. Nix da. Hau ab. Oh. Na gut, okay. Ich würde sagen, das war's. Heute mit Pokémon Tech Links mit verlieren, zumindest hoffe ich doch auch. Eieieiei. Nee, mit Impoleon, ich glaube, das wird nicht wirklich was. Lieber Tobias Balzer, es tut mir leid. Ich weiß gerade nicht, ob ich mit ihm weiterkämpfen soll. Ich habe es jetzt mal versucht. Leider wurde es nicht wirklich was. Ich weiß auch nicht, ob du damit zufrieden bist. Schreibt mir doch bitte in den Kommentaren, ob ich weiter mit ihnen kämpfen soll. Ich werde jetzt mal die nächsten 2-3 Videos doch lieber wieder mit jemand anderem kämpfen. Aber wenn du gerne hättest, wenn dir das nichts ausgemacht hat, dass ich mit dem so viel verloren habe, dann kämpfe ich mit ihm weiterhin. Aber schreib es mir in den Kommentaren und sei ehrlich natürlich. Okay, euch anderen hoffe ich, hat es trotzdem gefallen oder zumindest so Unterhaltung gedient. Und gebt mir einen Daumen nach oben. Und ein Abo, falls ihr neu bei mir seid, dann herzlich willkommen übrigens und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder. Auf Wiedersehen und viel Spaß noch. Tschüss.